Hauptstadt der spanischen Region Katalonien. Fast 5 Millionen Menschen leben im Einzugsgebiet der Metropole am Mittelmeer. Pau Guardans wurde in Barcelona geboren. 2005 eröffnete er im Stadtteil El Born das Grand Hotel Central. Der Hotelier glaubt zu wissen, was Besucher an Barcelona so schätzen. Fantastisches Wetter, freundliche Menschen, leckeres Essen, großartige Kultur und Architektur, ein sehr interessantes Nachtleben. Wahrscheinlich gibt es eine Kombination wie diese nicht noch einmal auf der Welt. Barcelonas Stadtbild ist geprägt vom Modernisme, die katalanische Variante des Jugendstils. Sein bekanntester Vertreter, der Architekt Antoni Gaudí. Von 1878 bis zu seinem Tod 1926 entwarf er heute weltberühmte Wahrzeichen der Stadt, wie den Parc Güell. Oder die immer noch nicht vollendete Kirche Sagrada Familia. Bis ins 19. Jahrhundert bestimmten die mittelalterlichen Stadtmauern die Größe Barcelonas. Heute ist genügend Raum für historische und moderne Architektur, wie dem Torre Agbar aus dem Jahr 2005. Im 19. Jahrhundert begann die Stadt rasant zu wachsen. Ihre Expansion folgte einem Plan. Die neue Gegend nannte man Eixample, katalanisch für Erweiterung. Dort befindet sich heute zum Beispiel das Haus Pedrera von Gaudí oder die Straße Passeig de Gràcia. Deshalb sind die Straßen hier auch so geometrisch angelegt. Es ist ungewöhnlich, dass eine Stadt sich mit einem Mal so ausdehnen konnte. Barcelona, meint Pau Guardans, hat seine einzigartige Mischung der Tatsache zu verdanken, dass es nie Hauptstadt Spaniens und damit freier war. Im Stadtzentrum gibt es rund 35.000 Geschäfte. Verkauft werden viele spanische Marken, die inzwischen weltbekannt sind. Die Textil- und Schuhindustrie hat Tradition in der Stadt. Hier werden seit mehr als 70 Jahren Espadrilles hergestellt und verkauft. Der Leinenschuh mit der Naturfasersohle soll in der Region um Barcelona seinen Ursprung haben. Im Traditionsbetrieb La Manual Alpargatera haben sich unter anderem schon der US-amerikanische Schauspieler Jack Nicholson, der französische Modedesigner Jean-Paul Gaultier und Papst Johannes Paul II. Espadrilles Maß anfertigen lassen. Es ist eine Stadt voller Kreativität. Wir sind sehr offen für neue Dinge, aber genau deswegen müssen wir auch unsere Traditionen wahren. Denn sonst verpuffen sie einfach. Gutes Essen. Auch dafür sind die Katalanen bekannt. Auf dem Mercat de Santa Catalina findet man alle Zutaten für typische Gerichte, bei denen das Beste aus den Bergen und dem Meer vereint wird. Man nennt sie Mar y Montaña-Gerichte. Mit 20 Sterne-Restaurants hat sich Barcelona zum kulinarischen Zentrum der Region entwickelt. Pau Guardans, der auch noch Hotels in Bilbao und Madrid betreibt, stellt uns im Restaurant Siete Portes sein Leibgericht aus der katalanischen Küche vor. Fideu, ein Pfannengericht mit kleinen Nudeln. Es ist ein Gericht, bei dem man, wie in vielen anderen mediterranen Küchen auch, alles zusammenwirft, was man noch zu Hause hat. Die Fideu gibt es mit ganz verschiedenen Zutaten, mit Fisch, mit Gemüse, wie bei einer Paella. Das ist das Schöne an der katalanischen Küche, man weiß genau, was man isst. Eine Reise nach Barcelona ist eine Mischung aus Kultur und Kulinarik, Städtetrip und Strandurlaub. Mit Durchschnittstemperaturen von 20 Grad Celsius kann man hier das ganze Jahr über die kilometerlangen Mittelmeerstrände der Stadt genießen.